Wir sind mit unserer Position Volabox in den Gewinn gelaufen, sind jetzt auf der rechten Seite mit der Big Number dabei, hier long zu traden. Wir sind jetzt unterhalb des Daily Pivots und mal gucken, ob der Markt sich hier in den nächsten 10 Minuten wieder erholt nach oben hin oder ob es jetzt schon aus diesem Niveau Richtung Süden geht. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Das war der Eröffnungstrade, das war der Volabox-Trade Nummer 1. Wir haben hier unten eine 13.888er Box mit etwas, wir haben bei 9 Uhr, 31 Punkte reicht nicht aus, sonst hätte ich gesagt, wir gehen hier mit größerem Risiko rein. Ja, 13.888. Ich verabschiede mich und wir hören uns morgen wieder. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 17. August, 8:31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading-Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Ich nehme erstmal die 13.9. Das ist so die Marke, wo wir Daily Pivot und Big Number sehr dicht beieinander haben. Wir sind dichter an der 13.9 als an der 13.4. Ich mache den Chart mal kurz etwas größer. Wir sehen auf den Abendstunden eine 14er Box, dann eine ja perfekte Box an der Nachmittagssession oder in der Nachmittagssession. Hier die 19er Box unter 20. Die nutzen wir auch zur Hedge-Auflösung. Und ihr seht hier, 64 Punkte hat dieser Markt dann aus dieser Zone hier gebracht. Also auch das wieder eine großartige Bank, diese kleinen Blue Boxen im DAX. Bei den Volatilitätsboxen, bei den Volaboxen schauen wir uns das Ganze mal gestern nochmal an. Wir sehen es hier und wir gehen hier in den 17. natürlich rein, nicht 16. Entschuldigung. Hier sehen wir reingelaufen. Hier haben wir so ein bisschen rumgedümpelt. Ja, im ersten, im zweiten, im dritten und dann ist das Ding nach oben rausgelaufen. 18 Punkte, 15 brauchen wir ja nur. Ja, also auch da gestern gute Trades. So, wir gehen rein in die Grundcharts und fangen an wie jeden Morgen einmal mit Bitcoin. Nehmen dazu unser Template Zickzack-Linie. So, daily sind wir in Bitcoin long. Wir sind bei 24.400. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Also da zeigt alles aktuell in Richtung Norden. Ethereum knapp bei 2.000. Also daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 3 Stunden 30 Minuten long, 15 long und 5 Minuten auch. Also da sieht alles gut aus. Dow Jones auf Daily long. Auch gestern wieder eine kräftige Erholung hier gemacht. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten auch short. S&P 500 Daily long. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten auch short. Nasdaq Daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Öl 86 Daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 short. 15 long und 5 Minuten auch long. Gold daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Und der nächste Bereich ist DAX daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch noch long. Das der Überblick. Und wir werden uns dann jetzt erstmal mit der Big Number bei 13.9 begnügen
und melde mich dann gleich nochmal. So, 9 Uhr und wir haben die erste Wohlerbox mit geringem Risiko, weil es direkt die erste Box ist auf der linken Seite, meine Damen und Herren. 13,29 Short, 13,935 Long. Und wir sehen, erster Trade Long und wir gehen auch, weil das... gehen mit der ersten Position ja einen kleinen Gewinn. Zweite Position wird dann angezogen. Daily Pivot liegt direkt unser Tech Profit. Die nächste, ihr seht es hier schon, die nächste Volabox liegt unten. Oben herum haben wir aktuell keine, sondern wir haben eher im unteren Bereich welche. Wir schauen einmal auf die Tendenz MTX. Da sehen wir noch keine rote Sonne, sondern weiter eine blaue Sonne. So, Daily Pivot 13,912 ist also bei der Big Number. Also eine neue Herausforderung. Mike, guten Morgen. Genau, den... Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig. Aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.